Liege oder Torwartwippe ist ganz einfach. Die Bewegung bleibt das gleiche, wir fallen. Das Bein ist angewinkelt. Jetzt ziehen wir das an, hier unten anziehen. Und strecken dieses Bein ruckartig da und nehmen die Rumpfmuskulatur mit, dass wir hier schaukeln. Deswegen Torwartschaukel oder Torwartwippe. Die dann so aus. Man braucht keine Hände, um in den Kniestand zu kommen. Das Ganze geht dann auch mit einem Bein aufstellen. Wir schaukeln. Und von da aus können wir aufstehen. Okay, okay, läuft. Man geht mit dem Knie vor, fällt, schaukelt auf, steht. Knie vor, fällt, schaukelt auf. Wichtig dabei ist logischerweise, dass du die Hände zum Ball führst, als auch mit dem Knie die Schräge nach vorne bekommst. Also das heißt, du stehst, hier vor, zum Ball führen, aufschaukeln. Vor, zum Ball führen, aufschaukeln. Und die Hand ist die Schutzhand fürs Gesicht? Theoretisch ja. Weil du ja schräg zum Ball gehst, liegst du so, dass du den Ball hier mit den Händen vor dir erreichen musst. Ja. Du kannst natürlich auch leicht überstrecken, aber hier vorne sind normalerweise die Hände. Und damit ist das Gesicht immer hinter den Händen. Alles klar. Wenn wir aus dem Stand soweit sind, setzen wir auch hier den Fuß nach vorne, schieben den zum Ball, schaukeln auf. Fuß nach vorne, Hände zum Ball, schaukeln auf. Das ist alles, was man eigentlich machen muss, um das Werfen in eine runde Bewegung zu bekommen. Und immer dabei zusehen, dass man schräg nach vorne kommt und natürlich logischerweise auch sich immer Richtung Trainer, Richtung Ball bewegt.